Ja, hier sind wir im neuen Fischereihof in Hemmelsdorf. Neu ist allerdings relativ, weil der Fischereihof ist schon über 100 Jahre alt. Allerdings hat die Gemeinde in 2012 hier etwa 4 Millionen Euro investiert. Ein Jahr ist es geöffnet. Wofür hat sie das investiert? Für ein Fischrestaurant, aufgeständert auf dem Wasser. Für eine gläserne Räucherei, für eine Fischkarte, wo man wunderbare Fischbrötchen bekommt. Und einen wunderschönen Steg hier übers Wasser und das sogenannte Betreiberhaus, wo es Kaffee und Torten gibt.